Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Let's Play hier in OMSI, den Omnibus Simulator. Mein Name ist Thomas und ich darf Sie heute recht herzlich begrüßen mit dem neu erschienenen, 3-Generation-Addon. Hier auf auch der ebenfalls bald neu erscheinenden Karte Bremen Nord. Das ist jetzt sozusagen die Open-Beta-Version davon. Und ich habe mir gedacht, da ich ja sowieso den Gelenkbus vorstellen muss, dachte ich mir gleich, also den C2 vorstellen muss, dachte mir gleich, fahrst du gleich mit dem C2, ausgeliehen aus Berlin, sieht man ja noch, ne? Ist ein Vorführwagen, erster Euro V6 Bus. Ne? Schön in Silber. Und zeige euch auch ein paar Kleinigkeiten, aber wir müssen uns auch ein bisschen sputen, weil allzu viel Zeit haben wir nicht. Wir haben jetzt nur noch 10 Minuten bis zur Abfahrt. Das ist nicht allzu lange. Habe ich gesagt, damit wir erstmal einsteigen, ne, machen wir hier mal die Klappe auf. Und dann drückt man Knöpfchen. Falls es für viele noch wahrscheinlich, werden das noch nicht ganz wissen, gibt es hier auch so kleinere Features drin. Zum Beispiel kann man hier, wenn man auf das Türschloss klickt, die Tür abschließen. Und dann geht nur noch der andere Türflügel auf. Irgendwann. Ne? Das kann man übrigens auch mit den Hintertüren machen. Es ist, es gibt aber auch so noch eine digitale Türflügelsperre. So, jetzt haben wir die Tür zu. Oh, ja, offen wieder. Setzen wir uns mal rein in die Kiste. Na komm, reinsetzen einmal die Kiste. Dankeschön. So, machen wir mal die Klappe zu hier. Wie ihr das aufkriegt, ist übrigens diese Taste hier. Ihr werdet jetzt meine Maus nicht sehen. Diese Taste hier macht ihr wieder offen. Ja. So, machen wir mal die Zündung an. Dann springt das erste erstmal die Niveauregelung an. Hebt den Bus wieder hoch. Dann melden wir uns mal an der Kasse an. Das ist ja ganz wichtig. Machen wir hier. Dienst anmelden. Wir geben die Fahrernummer ein. 54341. Bestätigen. Den PIN-Code dazu. Blö, 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 blö. Steht hier alles daneben, aber ist ja egal, ne? So, die Dienstnummer. Ist leider auch vorgegeben. Bestätigen. So, jetzt haben wir einen Ausdruck hier gekriegt. Das haben wir jetzt soweit. Jetzt geben wir noch die Umlaufnummer ein. Die steht hier oben, 76 Rönnebeck 3547. So, Abfahrt 13:40 Uhr. Stimmt. Hm? So, bestätigen. Jetzt ist das schon mal geschildert vorne auch. Das können wir jetzt nochmal angucken. Damit es dann kommt. So, Rönnebeck. Wobei hier wahrscheinlich noch ein kleiner Fehler drin ist in der Hofdatei. Oder der Booster kann das mit dem Ö hier. Weil da ist nämlich fett und dann nicht mehr fett. Ist aber egal. Tut dir jetzt erstmal nichts zur Sache. So. Dann müssen wir natürlich zusehen. Ich fahre immer mit Standlicht. Das Ding hat aber auch ein Tagfahrlicht. So. Dann müssen wir unser Lenkrad einstellen. Weil das passt ja noch nicht von der Höhe. Ja? Dann drückt man diesen Knopf. Und dann kann man das hoch und runter ziehen, wie man lustig ist. Sogar vor und zurück und so. Ich lasse es immer meistens ganz unten. Stört mir das Lenkrad nicht, ne? Fenster können wir auch runterlassen. Ihr müsst auf dem Knopf bleiben, damit es runtergeht. Ach ne, es geht zeitlich auf. Aber da wir ja gleich die Klimaanlage anschmeißen, brauchen wir das nicht, weil wir haben hier eine Außentemperatur von 22 Grad. Im Moment drinnen hier 18 Grad. Machen wir mal die Hütte zu. Machen wir mal den Motor an, ne? So. Dann machen wir hier, damit wir auch, müssen wir hier auf den Knopf drücken, müssen wir auch ein Schaublatt einlegen, ne? Auf Betriebsstellung, Arbeitsstellung. Irgendwie ging das. So. Damit es nicht ganz so kalt wird im Bus. Klimaanlage anmachen. Damit es nicht ganz so warm wird. So müssen wir es sagen. Gang einlegen. Und wir sind sozusagen abfahrbereit. Und das machen wir auch mal. Fahren wir mal los.
Ach so, ich habe was ganz Entscheidendes vergessen. Und zwar die Hilfspfeile. Dann sehe ich ja nichts. Und weiß ich ja nicht wohin. Ich fahre ja auch zum ersten Mal hier. Und der Blinker-Sound. Der ist natürlich ein bisschen kriminell. Die Bremsen habe ich mir schon angepasst, weil die sind nämlich ein bisschen zu hart für meine Verhältnisse. Weil Retarder, das geht schon gut zur Sache hier. Jetzt bewegt euch aber auch, ich muss da vorne hin. Da wo der jetzt steht, muss ich hin. So, erstmal ein bisschen lenken, kurbeln, ne? So. Jetzt machen wir einfach die Türfreigabe rein. Die steigen sowieso alle hinten ein, so wie sie lustig sind. Guten Tag. Eine Fahrkarte bitte. So, eine Fahrkarte willst du haben, gut. Erstmal die Kasse aktivieren. Fahrkarte 220 27 9 müsste passen, ne? Einmal erwachsen. Oh, da haben sie mir ein bisschen viel ausgegeben. So, jetzt aber. Und da ist noch ein kleiner Fehler, die laufen immer irgendwann nach hinten vor. So, was willst du jetzt haben? Fahrschein? So. Was willst du haben? Kurzstrecke 1 Euro? 1 Mark? Bitteschön. Jo, jetzt geht das Ganze mit dem Fahrkartenverkauf wieder los. Ich kriege hier sowieso zu viel mit den Fahrkarten hier. Ja, nimm doch. So. 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 Eine Karte für eine Kurzstrecke. Ja, Kurzstrecke mit einem 10er. Du bist richtig klasse. Ich glaube, sie haben mir zu viel gegeben. Ja, weiß ich. Weil ich mich verklickt habe. Einmal erwachsen. Ja, einmal erwachsen. 2,20. 2,50. 3. Noch eine? Keiner mehr. Die steigen nämlich alle hinten ein und wollen aber trotzdem eine Karte haben. Das ist ein Witz. Aber wir können uns den Bus ja auch mal von hinten angucken. Könnte man hier zum Beispiel nämlich die Tür öffnen. Fenster, kann man die auch abschließen? Ne, das geht leider nicht. Also texturiert ist er ganz gut. Aber der Türsound, der gefällt mir irgendwie gar nicht. Also das ist irgendwie nicht Citaro-like. Auf jeden Fall Drucklufttüren, aber ist nicht wirklich Citaro-like. So, dann warten wir noch 2,5 Minuten, dann kann es dann losgehen. Wie gesagt, ich fahre die Strecke auch zum ersten Mal. Aber ein bisschen Nieren da für die Jungs. Die alten Säcke da draußen. Was war das denn jetzt? Wie geil ist das denn? Sieht man nur den Schatten. Alles klar. Aber so sieht er schon mal ganz gut aus, der Citaro. Er lässt sich auch relativ gut fahren. Ich habe nur bei mir ein bisschen die Bremse angepasst, damit die jetzt nicht so hart reingeht. Weil, wenn man andere Fahrzeuge gewohnt ist, dann steht man hier. Ich habe einfach von 80.000 auf 60.000 runtergestellt, was eigentlich Standard sein sollte. Und dann schauen wir mal, wie das jetzt so läuft. Bin noch nicht Probe gefahren damit, also 2 Minuten haben wir noch. Eigentlich schon mal so was vorbereiten zum Abfahren, ne? Am Blinker habe ich vergessen noch einzumachen, ne? Wobei der Blinker ist schon penetrant, Leute. Man kann übrigens auch das Display durchschalten, das macht man hier auf dem Lenkrad.
bisschen rangezoomen hier. So, nicht verfügbar ist mir klar. So, Druck haben wir genug. Man hat ja oben den ersten Kreis, den zweiten Kreis und den dritten, vierten Kreis, der halt für die Zusatzverbraucher wie Türen, Luftfeder etc. Niveauregelung, bla bla bla. Batterien haben wir genug, Öldruck ist auch da. Motortemperatur ist auch noch zu kalt eigentlich. So sieht's aus. Das Gelbe hier bedeutet übrigens, dass die Türfreigabe aktiv ist. Wenn eine Tür jetzt offen ist, man kann nämlich die zweite Tür auch manuell öffnen, dann wird's weiß. Also ein paar kleinere Spielereien gibt's halt, ne? So, dann machen wir die Türfreigabe mal raus. Hochsenken. Und tschüss. Fahren wir ab hier. Und dieser Bus hat eine Anfahrautomatik, deswegen kommt er so gut wie gar nicht aus dem Quark am Anfang. Aber dafür gibt es auch einen 20 Uhr Schalter. Dann könnt ihr auch manuell bedienen. Hier ist der Knopf. Einmal kurz einlegen, wieder rausnehmen und schon war es das. So steht die Karre und wird dann per Gasstoß wieder gelöst. Müssen wir hier nur schauen, ob die automatische Weiterschaltung aktiv ist, weil das muss man nämlich hier einstellen. Ansagen aktiv. So. Und müsste eigentlich an sein. Jetzt wollen wir nur noch grün kriegen, ne? Geht doch. Und dann geht schon los in die enge Stelle rein. Die ich persönlich gut finde. Eigentlich hätte er jetzt schon ansagen müssen. Hat er aber noch nicht, also von daher. Vielleicht hat er schon. Ich habe es noch nicht gehört. Vielleicht ist da noch ein kleiner Bug drin. Man wird es ja gleich sehen, ne? Bei der nächsten Haltestelle. Tag. Was wollen Sie? 7,50. Ach ja, muss ich hier wieder zurückgehen. Entschuldigen Sie. Ja, ich bin doch schon dabei. Ich bin doch schon dabei. Bitte schön. Einen normalen guten Tag. Jo, bitteschön. Dankeschön. Bitteschön. Moin. Einmal erwachsen, bitte. Einmal erwachsen, genau das gleiche. Einmal erwachsen, bitte. Ja. Da haben Sie mir ein bisschen viel ausgegeben. Danke. Bitte. Und weg hier. Ich hoffe mal nicht. Können Sie nicht vernünftig fahren? Nö, kann ich nicht. Hab ich verlernt. Sorry. Stimmt das denn überhaupt? Sieht so aus, ne? Und der Dach ist natürlich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, jetzt haben wir Stau hier. Ja, geht da jetzt noch was? Was ist da vorne los hier? Auweia. Auweia.
Das ist jetzt nicht so schön, ne? Was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5 Busse, 6 Busse in einer Schlange. Oh, schauen wir mal, ob wir da mit F4 irgendwie wegkommen. Der KI-Verkehr ist so weit weg, aber die Fahrzeuge noch nicht. Das ist aber wieder doof. Du bleibst da vorne schön stehen hier, Kollege. Geht doch auch so, ne? Brauchen wir nicht warten da hinten, ne? Das ist ja ein Blödsinn. Aber wir haben schon wieder Verspätung. Das gefällt mir gar nicht. Überhaupt nicht. Ich hole eh keiner mit, ne? Dann weg hier. Aber ist schon schön gemacht, der C2. Der ist schon geil gemacht. Die nächste Linie von Bremen Nord zeige ich euch dann mit dem O405N2, oder GN2. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen.